Der Fuchsbau am Dienstagabend gut gefüllt, 2200 Zuschauer und da darunter etwas mehr als 100 auch aus dem Sahnpark. Und was sie vor dem Spiel nicht ahnten, das dürfte wohl das engste Sachsen-Derby aller Zeiten gewesen sein, zumindest was die Tore anging. Insbesondere das letzte, das Finale. Dazu kommen wir gleich. Erstmal 2 Minuten, 0-1 Klöpper mit der Führung für die Gäste. Im Nachschuss war da Weißwasser zwar mit viel Druck in der Anfangsphase, Krimitschau aber mit den Toren. Und vor allen Dingen trafen die Westsachsen auch in Unterzahl in der 12. Minute ein Konter und Klöpper ist wieder da, erzielt den 8. Saisontreffer 0-2. Die Füchse also in der Anfangsphase mit einigen Problemen, aber dann immerhin in Überzahl in der 17. Minute durch Breitkreuz, nachdem Owens von der blauen Linie geschossen hatte. Der Anschlusstreffer 1-2. Mit viel Schwung ging es dann noch rein in den zweiten Abschnitt. Allerdings rutschte da Franzlepp die Scheibe noch irgendwie durch. Körner stochert nach 1-3 nach 25 Minuten. Die Füchse gaben sich nicht auf. Das Publikum peitschte sie immer wieder nach vorn. Und in der 28. Minute dann Charlie Janke mit dem Anschlusstor, mit dem 2-3. Und weiter ging's mit den Füchsen, die auch Überzahl hatten in der 29. Und bei 5-3 dauert es nur ein paar Sekunden. Saviano ist da und macht den Ausgleichstreffer 3-3. Viele Strafen, viel Hektik, aber auch viele Tore in diesem Sachsen-Derby. Hohes Tempo, kaum Unterbrechung. Das war richtig schön anzuschauen, was beide Mannschaften, der Tabellenfünfte und der Tabellensechste, da zeigen. Kurz vor der Pause noch eine Großchance. Janke kam von der Strafbank. Reichel gibt den Pass noch auf Dietz. Und dann jubelt er eigentlich fast schon über die Führung. Aber ein Verteidiger der Krimitschauer kratzt den Puck noch von der Linie. Der Torwart hechtet auch noch rüber. Schade, Pech für die Lausitzer Füchse. Dann rein in den letzten Abschnitt. Und das Ganze begann mit einem unglücklichen Auftritt von Maximilian Franzrepp. Klärt die Scheibe nach vorne direkt auf den Schläger von Walsh. Und der sagt artig Danke nach 45 Minuten. Die Westsachsen in Weißwasser wieder in Führung, aber die Füchse kamen wieder zurück in der 52. Minute, nämlich durch Jeff Hayes. Sehen Sie, da kommt der Torwart raus, irgendeiner fuhr noch quer, Hayes ist dann da, hat die Übersicht, das Auge, macht das 4-4, die Schiedsrichter gaben Treffer, forderten aber Videobeweis, das können sie tun. Und dann haben sie sich eine Minute die Videobilder angeschaut und gesagt, alles gut, alles in Ordnung, das 4-4, das zählt. Und als alle schon mit einer Verlängerung gerechneten, machten die Füchse in der letzten Minute nochmal richtig Druck. Beide Teams wollten eigentlich die Partie nicht in der Overtime entscheiden, sondern in den 60 Minuten. Und die Füchse ein Stück weit bissiger in den letzten Sekunden, allen voran Jeff Hayes, der ein überragendes Spiel gemacht hatte, dann in der vorletzten Sekunde den Pass noch zu George bringt. Und der zieht ab, alles oder nichts, die Scheibe ist drin, alles. Eine Sekunde vor dem Ende. 59:59 also in Stadionuhrzeit. Die Füchse zum ersten Mal in diesem Sachsen-Derby vor 2200 Zuschauern in Führung. Und natürlich war das sowas wie das Sudden Death. Eine Sekunde reicht dann wirklich nicht, um noch ein Tor zu machen. Anschließend die Scheibe noch eingeworfen, aber dann war Schluss und große Party und viele Ehrenrunden für die Lausitzer Füchse im Stadion. Die Krimitschauer Fans konnten es nicht fassen. Da hatte ihre Mannschaft fast 60 Minuten durchgehend geführt oder immer zumindest ein Unentschieden vor Augen gehabt. Aber in der letzten Sekunde dreht Weißwasser dieses Spiel. Ein wirklich spannendes, schönes Sachsen-Derby. War gut anzugucken und Werbung weiter fürs Eishockey in dieser Saison. Die Füchse ganz stark, auch mit Comeback-Qualitäten, das muss man sagen. Nach einem Rückstand haben sie das Ganze noch zu ihren Gunsten gedreht und damit so ein bisschen die Schmach von Frankfurt getilgt. Da hatte man ja am Sonntag 3-0 geführt und nach wenigen Sekunden in der Verlängerung dann mit 4-5 verloren. Diesmal gab es einen 5-4-Sieg im Sachsen-Derby und das ist sogar noch ein bisschen wichtiger als die Niederlage in Frankfurt.